Okay, warte, ich gehe noch ganz kurz Hände waschen, okay? Ach, du Hurensohn, der ja wahrscheinlich vom Wichsen. Nee, nee, Digga, hab ich heute noch gar nicht. Digga, ich bin noch mal ganz kurz weg. Oh nein, nein, du schneidest nein. Scheiße, du nimmst immer noch auf. Freut mich, dass du es bemerkst. Rechts, links, rechts, links, runter, hoch, runter, hoch, rechts, links, rechts, links. Yo Leute, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu Part Nummer 5 des Manager Duels. Natürlich wieder mit Dennis. Servus YouTuber von mir, nach fast 2 Wochen Pause endlich wieder Manager-Duell am Start. Ja, und übrigens stelle ich jetzt direkt mal den Timer, ne? Nicht, dass wir das wieder vergessen, weil. Ja, nicht, dass die Aufnahme wieder 40 oder 50 Minuten lang wird. So, ja, letzte Folge war auch einfach absolut die Troubles, die wir erlebt haben. Bei mir gibt's jetzt die Troubles. Hier weiter zu den So, warte, ich habe jetzt absolut vergessen, wen ich nochmal verpflichten sollte. Ich müsste mir jetzt eigentlich den Kommentaren gucken, aber ich versuche es irgendwie aus dem Kopf zu machen. Wo bist du eigentlich gerade in deiner Saison? Würde mich mal interessieren. Oder gibt es dazu keine näheren Infos? Juli 2018. Ah, okay. Dankeschön auf jeden Fall für die genauen Informationen und wahrscheinlich auch wahren Informationen. Digga, ganz ehrlich, wir hatten hier schon mal so einen absoluten Cup, Digga. Lego. So. Ich gehe jetzt auf jeden Fall richtig rein in die Transfers. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Transfers jetzt am Start. Also nee, ich bin Ding. Du bist Transfers am Start. Ah. Warte mal, ich könnte eigentlich auch mal beim Vorstand ein bisschen Geld pumpen. Das würde halt wieder mal so wie im Werder Bremster bedeuten, dass ich am Ende entlassen werde. Aber egal. Ich bräuchte mal 40 Millionen, so hier, ganz EZ. Mit den 40 Millionen. Ich habe, glaube ich, absolut mehr Cash als du. Aber das Ding ist, wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, ne? Weil es ist schon die 5. Folge, fällt mir gerade auf. Ich wollte hier eigentlich gerade richtig chillig reingehen, aber man muss ja die Saison eigentlich noch durchbekommen, weil sonst bist du ab. Ja. Muss sagen, dass ich immer noch führe. 1 zu 0. Mit 1 zu 0. So viele Finals gehabt und so viele Möglichkeiten, Titel zu gewinnen und trotzdem steht es am Ende nur 1 zu 0. So. Okay, der Verein will mir natürlich kein Geld geben, weil ist ja nicht so, dass du hier die neunstelligen Beträge hast und ich hier mit meinen 50 Millionen am Hasseln bin. Transferangebote, alles. So, zum Glück ist keiner der Leistung. Oh, doch, ein Leistungsträger geht weg und. Nee, der auf jeden Fall nicht. Ja, wahrscheinlich. So, dann schauen wir mal. Marko Arnautovic. Der alte Zlatan Ibrahimovic, Dembélé übrigens an Liverpool verkauft, an den direkten Konkurrenten. Meister werden alles wahrscheinlich richtig rennen. So, Transferangebot für Christian Eriksen, Sunderland. Ja, wenn Sunderland sowie West Bromwich Albion in meiner Liverpool-Karriere 90 Millionen blechen kann, dann ich geht der Eriksen weg. Start hier gegen Bayern, weil alle nur viel Spaß. Nationalmannschaft sind 2-0 gewonnen. Alles klar, wahrscheinlich Tom Stark im Tor mal wieder. Der ja, Tom. War eh Tom im Tor. Tom kann eigentlich nur im Tor gewesen sein, aber ich verstehe auch gar nicht, wie Tom. War nicht Tom im Tor? Nee, war nicht Tom im Tor. Absolut unrealistisch für eine Bayern. Für eine Bayern-Karriere oder für eine Karriere mit Bayern. 92. Weiß natürlich einfach. Ja, der hat ja Potenzial. Der ist noch nicht ganz an der Spitze. Ja. Er kommt auf jeden Fall noch ins Training. So. Noch, da müssten wir hier doch noch welche haben, oder? Mal gucken, wen ich alles so noch verpflichten werde. Wir haben ja noch Budget. Lego. Oh, Dyer geht auf 80 hoch. Kasala. Ich hab keinen Keeper fürs nächste Spiel. Stell einfach den größten rein. Oder versuch. Oder guck, ob du noch jemanden verliehen hast. Big Fire. Erstmal direkt den Titel schreiben. Per im Tor. Also an deiner Stelle hätte ich so ein Per im Torwart-Trikot von Arsenal aus Thumbnail gemacht. Ich wollte. Er hat jetzt eh gerade CR7 verpflichtet. Was? Hast du CR7 verpflichtet? Wahrscheinlich habe ich. Ich habe Will Griggs verpflichtet. Ja, ja. Ich verstehe immer noch nicht, wo der Hype herkommt. Ich weiß auch nicht, wo der Hype herkommt, ist doch egal. Also, ich weiß, dass er seine Mannschaft in die nächste Liga geballert hat mit ein paar Törchen, aber mehr auch nicht. Bei Wigan Athletic. Hallo?
Ja, gut. Ja gut, das jetzt wiederum nicht, aber... Digga, ich komme nicht mal mit den Transfers durch in dieser Folge, glaube ich. Ja, ich schon. Ich bin absoluter Random in den Transfers. So, Digga, Atletico will Hugo Lloris haben. Der hatte bei mir eine 87, wollte ich mal angemerkt haben, mit 29 Jahren. Ein absolutes Potential gezeigt. Ja, komm, wir verkaufen den hier. Wen? Niemanden. Niemanden? Nee. Ja, okay, gut. Facebook. Yes, Digga. Nice. So, Arnautovic wurde verpflichtet. Die Mannschaft ist wieder weg. Egal. So, ja, ja. Marc. Ich glaube, das ist gar kein Torwart. Marco geht auf jeden Fall weg. So, 13 Millionen will ich für Ryan Mason haben. 4-0 ins Arschloch gefickt, Digga. Alles klar. Real Madrid. So, Leicester hat mal ein Angebot akzeptiert. Leicester. Nice. Trainierst du eigentlich alles noch? Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das... Ja klar trainiere. Ich habe noch voll die Jungspunde hier. Die entwickelt sich noch ordentlich, wenn ich ehrlich sein darf. So, Neapel, Atletico, Varane akzeptiert, Casala. Ihr seid solche Hurensöhne, Vorstand. Das, was ich sag und nicht so, heim gegen Swansea. Mal gucken auf jeden Fall. Erster Spieltag. Bester Spieler der Welt, Bale, James. Keine weiteren Infos. Per Mertesacker? Ja, meine Top 11 ist wieder da. Jetzt verlieren wir wahrscheinlich noch gegen Portland. So, 1-0 gegen Swansea. Ja, überspringen. Jawohl, 2-0, Jungs. Pato trifft. Portugal hat gestern Abend gespielt in Kroatien. War auch nicht gerade die kranke Leistung. Heute hat noch Frankreich gespielt. Frankreich war auch ganz interessant, weil sie 0-1 hinten lagen gegen Irland und Griezmann das Ganze nochmal ordentlich gedreht hat. Wäre richtig geil gewesen. Ja, Griezmann hat auf jeden Fall starke Leistung geliefert. Ich glaube, für mich mittlerweile einer der Favoriten auf die Torjägerkrone für die EM. Mittlerweile 3. In den letzten 2 Spielen, muss man wohl anmerken. Ja, okay. Ich meine, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Dann passt es eigentlich. Mal gucken. Also Thomas Müller scheint ja echt kein Spieler für die EM zu sein. Also WM liegt ihm immer eher, muss man sagen. War auch schon bei der EM 2012 so. Bei der EM 2012 war er auch dabei. Glaube ich auch gar nicht getroffen oder nur wenig getroffen. So nicht Müller-like auf jeden Fall. 2. Spieltag übrigens. Ja, ist halt Läufer. Vorlage hat er auch gemacht, glaube ich, für Gomez da im Nordirland-Spiel. Und generell, er ist halt so ein Kämpfer, den braucht halt eigentlich jedes Team. Also ich finde, Kimmich fickt halt momentan brutal rein. Ja, Kimmich auf jeden Fall als Rechtsverteidiger in der Nationalmannschaft und auch eben für Bayern, finde ich. Und Ding war heute auch richtig. Ein Torhüter verletzt sich. Oh nein. Ja, Draxler hat auf jeden Fall überzeugt als Man of the Match. Ich glaube, eine Vorlage gemacht und ein Tor. Er spielt halt einfach ein Spiel gut. Weißt du noch, kennst du noch, oder ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, kennst du seine Vorlage mal für Raul? Ja. Digga, das war eine Aktion, sie war richtig geil, aber er bringt sowas halt nicht oft. Und heute war es eine kranke Aktion außen, so mit dem Übersteiger. Aber das macht er auch jedes Mal. Ja, also er hat auf jeden Fall nicht die ganz, nur 2 Tage Ausfall zum Glück. Die Spin ausgepackt hat. Ja. Ja, von den beiden gegen 2 vor allem, ne? Nicht nur gegen einen, er haut den Mikidi-Spin gleich gegen 2 raus, durch die beiden durch. Rakete. Ich habe übrigens kein Geld mehr, also ich kann niemanden mehr verpflichten. Ja, mach mal. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Ja, mache ich aber nicht. Oh Mann, Lewandowski ist bei Manchester United auf der Bank. Ja, hier. Laporte ist bei Manchester United auf der Bank. Berahino ist bei Manchester United auf der Bank. Also jetzt, ich freue mich, dass Louis van Gaal mit seinen Neuzugängen so gut... Fellaini tötet mich. 2 Tore Fellaini. Ich bin absolut broke gerade. Sag mal, wie viel... Unentschieden wäre halt schon ganz nice. Jungs, unentschieden. Hallo. Ja, Rose, Gelb, Rot. Ich sag Tor und sie machen nichts. So, nächstes Sogar-Spiel. Ich habe gar keinen Bock, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil West Bromwich 3-mal hintereinander gewonnen hat. Ich glaube, dass Rondon mich jetzt hier schon hart ownen wird. Aber mal gucken. Bisher nur eine gelbe Karte, 30 Minuten vorbei. Jungs, kann ich nochmal ein ganzes wahrscheinlich, Jungs, ihr merkt, ich war gestern nicht dicht. Habe ich nochmal so ein kleines Thema, und zwar, das wurde, glaube ich, mal in den Kommentaren geschrieben oder irgendwie im Stream oder sowas, glaube ich, ne? Nein, nicht die nächste Niederlage. Doch, die nächste Niederlage. Gewonnen. Ja, ich habe 4 Spiele und davon nur 2 gewonnen. Und ich glaube, gegen Liverpool kommt irgendwie die nächste Niederlage. Liverpool hat 2 Spieler von mir mit Charlie. Komm, bitte. Skippen. Ja, 3-0 Sieg gegen Liverpool. Verkaufen, Digga. Verkaufen. Was? Wahrscheinlich so. Benfica Erster in Portugal. Hier, komm, 3-1 Sieg. EZ, komm, aus dem Weg mit euch. Weg.
weg. Komm. Ich krieg einfach keinen Dinger. Ja, hier, ich verkauf dir. Da kenne ich keinen Spaß. Zu Gast gegen Newcastle United. Ich glaube, jetzt kriegen wir wieder aufs Maul, aber egal. 0-0. Kann man mitleben. Der, ganz ehrlich, gegen meinen Hassverein. So, ganz ehrlich, ob wir jetzt verlieren gegen Everton oder nicht. Nächstes Spiel ist gegen Chelsea. Da müssen wir gewinnen. Das ist das wichtige Game. Wir verlieren 2-0 plus zwei Verletzungen. Was gibt's Besseres als verlieren mit zwei Verletzungen? So, ganz ehrlich, jetzt aber gegen Chelsea heim. Wenn wir jetzt gewinnen, würde sich auszahlen, aber ich glaube irgendwie, dass wir nicht gewinnen werden. Wiener Chelsea und wahrscheinlich Marco Marin von Anfang an bei Chelsea. Trotzdem macht Eden Hazard das 1-0. Aubameyang sitzt auch noch auf der Bank rum. Oh, Mahrez 1-1. 2-1, Digga, Mahrez, ich lieb dich. Hab ich Mahrez gesagt? Ich meinte natürlich Mario. Der war richtig schlecht, Digga, der war richtig schlecht. 2-1 Sieg gegen Gent. So, zu Gast gegen Everton. Jetzt mit der A-Mannschaft. Jetzt müssen 3 Punkte her. Wir verlieren wieder. Barclay. Nice auf jeden Fall, dass Barclay mir hier so die 3 Points am Gönnen ist. So, ganz ehrlich, Ali und Ben Yedder wollten beide von Anfang an spielen. Jetzt können sie mal beweisen, was sie drauf haben gegen die Wölfe, Digga. 2-1 Sieg, Kasala. Nee, jetzt ehrlich, Stürmerqualitäten. Generell mag ich Ronaldo einfach mehr von beiden. Also ich halte von ihm mehr als Fußballer. So im Vergleich, aber ist deine Entscheidung. Ich würde dir jetzt nichts zuvor nehmen. Wir spielen wieder zu Gast. Leicester City, 1-1. Wir können einfach zu Gast nicht gewinnen. Ist nicht möglich. Und ich nehme nur so Sheffield Wednesday, Digga. Ihr werdet jetzt an die Wand geklatscht werden. Da, Digga, 3-1. Get out the way. Oh, das war dumm, glaube ich, mit der B11 reinzugehen. Aber ganz ehrlich, ist wieder eine scheiß Zu-Gast-Simulation. Und wir verlieren sowieso 1-0. Geht halt nicht. Man kann nicht auswärts hier gewinnen in diesem Karrieremodus. Letztes Spiel in der Champions League gegen Gent. So, die werden auch nochmal 3-0 an die Wand geklatscht. Also wenigstens kriegen wir ein paar Millionchen von der Champions League. So, let's go. Wir gehen nochmal gegen Sunderland rein. Ist, glaube ich, das letzte Spiel der Hinrunde. Jungs, wir gewinnen auswärts. Jetzt kann es nur gut werden, Digga. Jetzt kann es wirklich nur bergauf gehen. Wir sind Tabellenvierter. Oh, immer noch Arsenal-Style. Heim, komm, bitte. Ja, 4-0. Lamela, Digga. Er klatscht sie an die Wand. Ratatatata. Wenn wir jetzt gegen Manchester City Points holen, wäre es halt absolut genial. Benfica in der 1-1, jawohl. Wahrscheinlich hast du auch Gent und Benfica in der CL. Wir haben 1-1 gegen City gespielt. Ist eigentlich absolut genial dafür, dass wir auswärts simuliert haben. So, Sheffield Wednesday zu Gast. Jungs, jetzt gewinnen wir zu Gast. Jetzt läuft der Hase. Du Heilige, ich bin direkt. Jetzt läuft der Hase zu Gast gegen Brentford. Oh, nee, nächster Cup, wo ich glaube ich rausfliegen werde, weil ich die BF reinschicke und es Brentford ist. Hallo, da spielt niemand, aber egal. Sind trotzdem gut. 2-1 Sieg. Jungs, jetzt läuft's. Jetzt haben wir, glaube ich, das Momentum im Karrieremodus. Weil du Ronaldo nicht genommen hast. Ja, glaub schon, Digga. Die ganzen Fanboys. Naja, dislike bitte sein Video. Auch von mir. Sag's lieber nicht, Digga. Hashtag UlmeFIFA schließt Kanal. Ach was, so schlimm war's. Okay, so schlimm war's echt. So, der Transfermarkt ist offen. Wir haben ein Angebot für Christian Eriksen. Ich hab schon sowas von out of map gespawnt. Ja, ich hab das erste Spiel auch verloren gegen Everton. Nicht. Wir haben noch eine halbe Minute. Noch eine halbe Minute. Ach, da kann man nochmal die Simulation gegen Leicester mit reinnehmen. Dann gehen wir aber mit der AF rein. Ganz ehrlich, so Leicester City. Hoffentlich werdet ihr an die Wand gespielt. Jawohl, Kasala Modric macht 2 Tore. So, Norwich kann man auch nochmal mit reinnehmen. Absolut 18. Das Angebot für Eriksen. Ja, wahrscheinlich will Schalke Christian Eriksen haben. So, ist ja auch der typische Verein. Nee, also Schalke hat ja jetzt in echt im Bolo geholt, aber hier in meiner Karriere wollen sie Christian Eriksen haben. Okay, Digga. Die gönnen sich. Wir können, glaube ich, noch ganz kurz machen, oder? Nein, ich habe 2-1 verloren auswärts gegen Norwich City. Das ist genau das Spiel, was man eigentlich gewinnen muss an meiner Stelle. Aber egal, Jungs, ich setze eh auf die Rückrunde, weil da haben wir sehr viele Heimspiele. Ja, Spiele habe ich die ganze Zeit vor mir, also ist jetzt nicht so, dass es nur gerade eben so ist. Ich muss gleich nämlich noch ganz kurz was gucken. Ich glaube, wir haben ein richtig wichtiges Spiel vor uns, weil da gibt es schon die fette Pressekonferenz vorher. Ich glaube, das Spiel ist absolut voller Wichtigkeit. Warte mal, gegen wen muss ich in der Champions League? Es ist kein Champions League-Spiel. Okay, wäre ich auf PC, Digga, wäre schon fertig hier. Hauptsache. Du bist nicht durch die Saison durch, oder? Was? Bist du durch die Saison durch? Nee, Digga. Aha, wahrscheinlich 2017.
2017. Ja, Digga, hat er. Kalender direkt alles übersprungen. Kann ja sein, ich weiß ja nicht. Ja, Digga, müsste ich eigentlich mal machen. Jo, alles klar, Digga, ich bin absolut raus im FA Cup. Da bin ich nicht raus. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich Stoke City, Ben Yedda, wird das was, ist die Frage? Vergib mich. Digga, mein Team fällt auseinander. Ja, komm, Team von ihm fällt auseinander. So, ich muss übrigens... Ja, ich werde diesen Verein verlassen, ganz ehrlich, dann verpiss dich doch. Ist eben wieder für 3 Millionen oder so verkauft. Ja! So. Jo! Jungs, entwickelt sich einfach weiter, der Neuzugang. Sitzt eh wahrscheinlich nur auf der Bank. Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ganz zufrieden mit meinem Team. Heim gegen Everton, ich muss mich jetzt mal ganz kurz rächen an den Wichsern. Die haben mich zweimal absolut zerstört. 3-0, da! Da gibt's den Fickfinger. Aua, mein... Ach du Heilige. Spitzenreiter, ui, ui. Okay. Können wir jetzt mal die Folge beenden? Ja, Jungs. Jungs. Noch 3 Folgen, ich gebe mein Leben. Er gibt sein Leben. Ich gebe absolut mein Leben. Gegen wen spielen wir hier? Oh. 24,5. Nehme ich einfach mal an. Mal gucken, ob wir vielleicht nochmal zuschlagen in der Wintertransferphase. Nein, ich spiele gegen den Hassgegner von dir in CL. Also was heißt Hassgegner? Du fliegst halt immer gegen die aus. Oh, nicht gegen Porto, oder? Ach du Heilige, doch, gegen Porto. Also Jungs. Viel Spaß auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass bei mir die Transfers euch einigermaßen gefallen haben. Bei Dennis natürlich ja. So die Simulationen. Ich weiß nicht, Dennis. Nee, bei mir Transfers auf jeden Fall. Barclays Premier League. Könnte ich jetzt mal kurz nachgucken. Ich glaube, Vierter. Also da, wo dein Verein eigentlich immer ist. Kurz gucken, gegen wen ich in der Champions League spiele. Ach, Gladbach. EZ los, ganz ehrlich. Wenn es danach gegen Barca geht, dann sind wir out of map. Und ich bin momentan Vierter in der Tabelle. Digga, ich habe so viele Tore. Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab so viele Tore, ich hab so ein Ficker-Team, Digga. Rechts Bale, ZOM, Rodriguez, Griezmann, Neymar, Cazorla, Ramsey. Ich hab auf jeden Fall noch Bock auf mein Leben, Jungs. Also, nach dem, was ich da gerade höre, halt einfach dein Maul, Jens, damit ich nicht noch in der Folge einen Heulkrampf bekomme. Okay, Digga, also, nee, wir müssen jetzt echt die Folge beenden. Wenn ihr auf jeden Fall mehr und vor allem aktiver, nicht alle 3 Wochen, wie es jetzt momentan so ist. Lag nicht an mir, dass es alle 3 Wochen kommt. Aber wir müssen uns auch noch mal ganz kurz entschuldigen, auch wenn wahrscheinlich keiner mehr zuhört. Jens muss sich entschuldigen. Digga, du konntest manchmal auch nicht. Ja, aber nicht so oft, wie du nicht konntest. Okay, ich muss mich entschuldigen. Ja, er muss sich entschuldigen. Nee, von beiden Seiten auf jeden Fall. Also Jungs, das war's mit der Folge. Ich würde mal sagen, lasst einen Daumen nach oben da natürlich und checkt dann auch immer Dennis seine Sicht aus. Ich bin raus, Jungs, haut da rein und Dennis hat das Schlusswort. Jo, ich glaube, ich werde absolut zerfetzt in dem Manager-Duell. Ich glaube, Jens hat eh schon 20 Punkte gemacht und ich bin hier so. Chill auf Platz 4, mein Leben. Ich habe zum Zeitpunkt jetzt, wenn ich lüge, dann fick mich tot, Digga. 0 Punkte im Manager-Duell. 100 Punkte. Okay, ich bin nicht schwul, deswegen alles gut. Bin auf jeden Fall ganz zufrieden mit meinen Transfers. Hoffe, euch gefällt's. Modric und Mahrez und so läuft auf jeden Fall momentan. Platz 4 ist leider nicht so geil. Schaut auf jeden Fall bei Jens vorbei. Abonniert seinen Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Und bis dann. Haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ciao.